Das ist unsere neue Ständerbohrmaschine Bosch PBD40. Es ist an sich eine recht nette Bohrmaschine mit vielen Features, wie zum Beispiel zwei Gängen, stufenlose Einstellung der Geschwindigkeit. Man kann die Höhe aufs Zehntel Millimeter genau ablesen, die man schon gebohrt hat. Sie hat Licht, sie hat ein Laserkreuz, einen Halter fürs Werkstück, einen Anschlag. Und es ist eine Säulenbohrmaschine, also eigentlich wirklich nett. Aber auf ein Feature möchte ich da jetzt, ein Detail von dieser Maschine möchte ich jetzt etwas genauer eingehen. Und zwar die Rundlaufgenauigkeit. Das ist ein nicht unwesentlicher Parameter, wenn man auch wirklich runde Löcher bohren möchte und nicht irgendwo abrutschen möchte. Ich habe zu diesem Zweck eine Rotorwelle eingebaut, also reingeschraubt, von der ich weiß, dass sie wirklich gerade ist, dann in ca. 4,6 cm Abstand vom Bohrfutter messe ich mit einem Mikrometer, das ebenfalls festgemacht ist, wie viel Spiel dieser Bohrer hat. Das Mikrometer ist auf 0 gestellt, die Anzeige hier zeigt 100stel Millimeter und wenn ich jetzt in die eine Richtung drücke, ich drücke nicht fest. Dann sind das jetzt einmal 1500stel in die eine Richtung und in die andere Richtung ja, 27, vielleicht auch 30 Hundertstel in die andere Richtung. Macht zusammen ja, 40 Hundertstel. Jetzt drehe ich einfach mal ein Stück weiter. Habe ich 34 in die eine und ja, 14 in die andere. Macht zusammen, komme ich eigentlich schon auf fast einen halben Millimeter. Und das muss man sich wirklich bewusst machen, wenn man damit bohren möchte.